Die Docs 42 Class, wer es noch nicht genau kennt, also wir machen das Format ja ziemlich regelmäßig, also eigentlich wöchentlich am Mittwoch. Und dabei ist es uns aber wichtig, auch sehr, sehr viel Educational Content reinzubringen. Also das heißt, es geht hier nicht nur so sehr darum, auch Docs 42 vorzustellen, sondern auch direkt gleich reinzuspringen in das aktuelle Thema. Das ist heute mal die Docs 42 SharePoint Online App. Wenn es irgendwo Unklarheiten gibt, weil es zu tief gleich reingeht, bitte immer gleich schreien. Ich sehe ja auch die Questions immer gleich auf der Seite. Wenn da irgendwas gibt, bitte einfach kurz dazwischengrätschen. Und wie wir uns das Ganze heute ansehen, ist so mal aus der Perspektive von verschiedenen Personen. Weil Docs 42 Online, so, ich bin hier mal mit dem Übertragen von meinem Bildschirm. So. Genau. Hoffe, das sehen wieder alle, beziehungsweise wenn nicht, bitte kurz schreien. Docs 42, die SharePoint-App, also es gibt mehr oder weniger drei Rollen, aus der wir uns das ansehen. Es ist mal zum einen der klassische User, der wird einfach Docs 42 vielleicht gar nicht wissen, dass er damit arbeitet, hat in SharePoint direkt einen schönen Button und generiert sich seinen, so wie hier zum Beispiel, Mitarbeitervertrag oder auch seine Mitarbeiterliste. Das sind die Beispiele, die wir heute durchgehen werden. Dann gibt es natürlich klassisch den Docs 42 Designer. Der arbeitet auch mit SharePoint, der arbeitet dann aber auch darüber hinaus mit Word, Excel, PowerPoint für das Design und dort auch mit dem Docs 42 Add-in natürlich. Und abschließend gibt es dann auch noch den Docs 42 Admin oder auch oft natürlich unsere Partner. Das heißt, hier arbeiten die mit SharePoint, mit Docs 42 Online und Serverseite auch und im Hintergrund mit Azure Active Directory. Die Rollen, die das sind, die sind natürlich jetzt nicht strikt getrennt. Also wir haben auch Projekte, das sind die alles in einem. Dann gibt es Projekte, das sind wir eher, dass zum Beispiel der User und der Designer ist gleich. Und je nach Größe variiert das natürlich. Was wir uns heute sehr, sehr genau anschauen wollen, ist vor allem die User-Seite und am Ende auch noch eher in Richtung Admin-Seite. Wir werden auch noch ein weiteres Webinar machen, wo es dann darum gehen wird, was macht denn so ein Admin genau, wie kann man das auch von der Konfiguration wirklich von Anfang an mal aufsetzen. Heute eher der Fokus, einfach mal das Ganze zu zeigen, was ist da möglich, wie kann ich auch kleine Sachen verändern. Ja, und da haben wir ein paar coole Beispiele mitgebracht. Dafür springe ich gleich mal direkt rein. Und zwar, also wir befinden uns hier in einem ganz normalen SharePoint. Das heißt, wir haben hier eine Employee List und das ist eine ganz normale, in dem Fall Bibliothek. Ob es jetzt eine Bibliothek ist oder eine Liste, ist für uns, macht für uns nicht wirklich einen Unterschied. Und ich kann hier diverse Punkte auswählen. Und für die Dokumentengenerierung schnappe ich hier mal einfach drei Elemente, mache hier auf Docs 42 und kann hier aus diversen Optionen auswählen, was ich denn generieren möchte. Ich nehme hier einfach mal direkt die Liste als PDF. Damit wird jetzt in dem Fall, also unser Szenario läuft jetzt auf Docs 42 online. Das heißt, der Docs 42 online wird im Hintergrund angesteuert. Der wiederum auch, also in der Konfiguration wissen wir, wo unser Template liegt. Das Template wird jetzt einfach dynamisch mit diesen drei Personen befüllt. Und ich habe ja auch schon meine Employee List, kann die direkt speichern und mir mal ansehen. So, genau. Und hier sehen wir also, es wird einfach dynamisch übernommen, auch die Filterung. Und je nachdem, welche Reihenfolge ich auch auswähle, was ich im SharePoint schon vorselektiere, das wird natürlich direkt so übernommen. Also das heißt, wir übergeben hier auch im Hintergrund die Reihenfolge und die Logik. Also würde ich hier zum Beispiel einfach das Ganze nochmal neu machen und mache es mal von groß nach klein. Und nehme jetzt in dem Fall mal einfach alle, mache das Gleiche wieder. So, hier auf meine Employee List als PDF bekomme ich jetzt wieder ein neues Dokument, aber auch die Sortierung in dem Dokument wird dann entsprechend weitergegeben. Und damit sieht man zum Beispiel auch, also wenn ich jetzt viele, viele, viele Dateneinträge hätte, die ich alle mit hineinpacken kann, kann man das natürlich auch machen. So, generiere nochmal meine Employee List, natürlich auch der Beweis, dass das hier auch so landet. Und alle Änderungen, wie hier drin passieren im SharePoint, werden natürlich auch sofort übernommen. Also würde ich hier zum Beispiel mit einfach einem Quick Edit meinen Claudius ein anderes Achievement geben. So, kann ich hier natürlich auch gleich wieder zurückspringen und diesmal nehme ich die höchste und das geringste Achievement mal mit rein, mache das Ganze als PDF-List und generiere mir dann wieder mein Dokument. Ja, es ist natürlich auch alles ein bisschen von den Neuerungen, User-Verhalten
friendly, weil wir hier auch zum Beispiel, es dreht sich einfach ein Balken. Das sind so diese Kleinigkeiten, die für die Basis der Kundenanfragen einfach für uns sehr wichtig sind, die wir hier auch in diese App mit reingepackt haben. Employee List kommt hier raus, eben mit diesen beiden und dann auch mit den entsprechenden Dokumenten. Gerade gestern kam bei uns auch eine Anfrage rein, ich würde gerne aus meinem SharePoint PowerPoint-Dokumente generieren. Und auch so ein Beispiel haben wir hier drinnen. Also ich kann hier zum Beispiel, nehmen wir mal wieder drei Elemente, hier auf Docs 42 auf die Dokumentengenerierung und mache hier unten mal meinen Sales Report auf PowerPoint. Das hat jetzt mehrere Änderungen. Zum einen generiere ich jetzt mal ein PowerPoint-Dokument. Zum zweiten arbeiten wir im Hintergrund nicht mehr mit Docs 42 in der Cloud, sondern mit einem Docs 42 On-Premise-Server, der aber auch mit der Cloud arbeiten kann. Und zum dritten kommt in dieses Dokument auch noch Daten, die nicht in SharePoint sind. Also wir arbeiten hier mit einem ERP-System zusammen, das heißt vom Use Case. Hier sind drei Mitarbeiter. Diese drei Mitarbeiter haben weitere Daten im ERP-System. Das wird entsprechend mit IDs verknüpft. Und ich bekomme ja auch direkt aus dem SharePoint mein Dokument raus. Kann mir das auch natürlich da wieder ansehen. Habe hier meine drei Mitarbeiter, 1, 2, 3. Und vom Template Design ist das in dem Fall so aufgesetzt, dass diese Slide 2 und 3 wird einfach automatisiert wiederholt. Und wenn man hier an CVs denkt, im Endeffekt alles, was aus Listen rauskommen soll, Verträgen, auch Angebote mit mehreren Positionen oder ähnlichem, würde natürlich wahrscheinlich eher in Richtung CM oder ERP gehen, aber auch solche Dinge können wir hier umsetzen. Und die Wiederholung bezieht sich einfach auf die Daten. Das Template Design ist aber dann nur für diese Slide 2 und 3 gemacht worden. Gut, dann wäre das sozusagen die einfachste Variante, einfach ein Dokument geöffnet zu bekommen. Die nächste Variante, die sie auch natürlich sehr, sehr oft brauchen, ist, das Ganze auch abzuspeichern. Ich nehme hier mal einfach meinen Employee PPTX und generiere den mal in meine, das ist schon fix definiert in meinem Aufruf, hier meine All Contracts in meine Target Lib hinein. Und das Gleiche machen wir dann auch noch schnell für unsere Employee List, damit wir auch gleich beide Dokumente mal sehen können, wie die abgespeichert werden in SharePoint. Ich kann hier auch Metadaten übergeben. Also alles, was im Dokument an Daten vorhanden ist, kann natürlich auch wieder an Metadaten in SharePoint gegeben werden. So, hier nochmal speichern das PDF. Und während das generiert, wir hatten ja das Achievement auch verändert. Unabhängig von der SharePoint-App gibt es da auch ein Szenario, das da dranhängt, das dann die Dokumentengenerierung direkt mit Flow ansteuert. Gut, dann einfach mal hier in unsere Target Lib reingehen. So, sortiere die Dokumente mal wieder, damit wir gleich die neuesten ganz oben sehen. Genau, und hier sehen wir zum Beispiel auch, also die User-Impersonierung findet hier statt. Also ich bin als User auch derjenige, der das Dokument generiert. Wäre wer anders eingeloggt und würde das Dokument abspeichern, würde das auch hier so stehen. Hätte hier auch Metadaten mit übergeben können. Und hier sind einfach diese beiden Dokumente. Gut, soweit mal zu dem ersten Szenario, wo auf Basis von mehreren Informationen ein Dokument erstellt werden soll. Es gibt aber auch immer wieder Anforderungen, zum Beispiel auf Basis von Datensätzen sollen viele Dokumente erstellt werden. Und so ein Klassiker, den wir da haben, ist zum Beispiel Mitarbeiterverträge. Also es soll entweder automatisiert an einer Stelle oder so wie in dem Fall manuell mit der App direkt sollen Mitarbeiterverträge generiert werden. Damit man mir auch gleich glaubt, dass das reale Daten sind, füge ich mich mal selbst hier als neuen Mitarbeiter hinzu. So, Linda. Das ist übrigens auch die E-Mail. Sollte es Fragen geben, bitte gerne einfach auf mich zugehen. Gibt es hier deine Telefonnummer? Ich bin reingegeben. Bin heute mal ein Trainee. Dafür möchte ich 2 extra Wochen. Vacation. Mitarbeitervertrag ist nämlich auf Englisch, deshalb muss ich das dann auch so hier angeben. Es gibt hier ein Salary und auch ein Attachment, das ich nicht hinzufüge.
Dann habe ich hier in dem Fall 5 Mitarbeiter, möchte jetzt zum Beispiel für alle das Dokument generieren, gehe hier auf wieder unsere SharePoint-App und Save Employee Contracts. In dem Fall wird jetzt eben nicht für mehrere Datenelemente ein Dokument generiert, sondern aus allen wird je ein Dokument generiert. Und die Konfiguration findet dabei bei uns im Docs 42 Add-in statt. Also da sprechen wir vom sogenannten Massendruck, den man dort konfigurieren kann und der einfach dann pro Datensatz ein Dokument ausgibt. Und das kann natürlich auch wiederum mit unserer SharePoint-App aufgerufen werden. Gut, dann gehen wir hier mal in unsere All Contracts Bibliothek hinein. Gut, da sehen wir schon, vor ein paar Sekunden wurden unsere Dokumente generiert, auf Basis eben der Word-Dokumente, die wir schon definiert haben. Und wenn ich hier mir zum Beispiel mal den Contract von mir selbst ansehe, dann sieht man, das wurde einfach automatisiert direkt übernommen mit automatischem Inhaltsverzeichnis. Genau, mit automatischem Inhaltsverzeichnis hier unten, Name natürlich drinnen, diverse Informationen drinnen. Also wir haben hier natürlich alles, was so diese Docs 42 Magie im Template kann, auf die wir heute nicht im Detail eingehen, mit Bedingungen, Textbausteinen, QR-Codes oder ähnlichem. Das kann ich da natürlich auch alles reinpacken. Und auf der letzten Seite ein Subdokument, also ein ganz anderes Dokument nochmal, das hier mit hinein integriert worden ist. Und also einige kennen wahrscheinlich dieses Szenario ja eh schon, aber es ist auch immer wichtig für uns zu sagen, Dokumente sind halt auch komplex. Dokumente sind auch oft mit Sublogik bedacht. Und somit habe ich hier zum Beispiel ein Dokument, das in ein Dokument gezogen wird. Man sieht, habe ich oben auch den Employee, oder ich hoffe, man kann es sehen, und wenn nicht, ich glaube, müsst ihr mir glauben, dass hier oben Johannes Linder steht, weil nämlich auch in dieses Subdokument wiederum Informationen mit eingepflegt werden. Gut, dann hier mal zurückgehen. Jetzt kann es natürlich auch vorkommen, dass ich für einen Datensatz das Dokument generieren möchte und mir nicht den zusätzlichen Schritt oder mir den zusätzlichen Schritt sparen möchte, hier drauf zu klicken und dann oben das Ganze zu starten. Aus dem Grund gibt es von unserer SharePoint-App auch die Möglichkeit, das Ganze direkt aus dem Kontextmenü zu starten. Ich gehe hier unten auf dieses Show Action, also auf das normalen, das Kontextmenü des Items, und auch da gibt es wieder Docs 42 Aufrufe, die mich zum gleichen verlinken. Mit dem Unterschied, dass es eben natürlich, weil ich schon im Kontextmenü des jeweiligen Elements bin, auch direkt das Dokument generiert wird, Employee Contract PDF. Gehe auf OK hier und bekomme es in dem Fall nicht gespeichert, sondern direkt geöffnet. Und wie gehabt, landet das Dokument dann einfach für mich als Download zur Verfügung. Mit auch zum Beispiel hier meinem Namen dynamisch. Kann man natürlich auch wieder alles übergeben als Daten, die im Dokument sind, die dynamisch nach außen gehen sollen. Ja, und auch hier sehen wir wieder gleiches Dokument, in dem Fall einfach direkt geöffnet, mit natürlich auch meinem Special Agreement und auch wiederum mit unserem Subdokument. So, das sind schon einiges an Dokumenten generiert. Ich schließe hier gleich mal ein bisschen was, damit es noch übersichtlich bleibt. Die Variante, so wie sie hier gesehen wird, können wir auch in Teams im Browser machen. Also ich habe hier auch das Team nochmal geöffnet. Und auch da gibt es den Button natürlich, weil er ja ein SharePoint ist. Und ich könnte hier zum Beispiel auch wiederum für meinen User oder für mich selbst in dem Fall den Kontrakt auch als PDF generieren. Und bekomme ihn in dem Fall dann auch einfach im Download, als Download zur Verfügung. Wieder gleiches Dokument, ich öffne es jetzt nicht mehr. Und in dem Fall dann einfach auch genau mit dem, was hier drinnen sein soll, direkt aus Microsoft Teams integriert. Okay, dann der Vollständigkeit halber, wir schauen uns ganz schnell ein Template auch an, auch wenn ich so die Liste durchsehe, in den Teilnehmern, viele die Templates auch schon kennen. Denke, der Vollständigkeit halber ist es aber doch sinnvoll, das auch kurz anzusehen. Wir nehmen uns nämlich dieses Dokument der Selected Employee List. Machen wir es hier auch kurz auf in unserem Word. Das heißt, wir springen jetzt eigentlich von der Eingangsslide. Waren wir bis jetzt beim User, springen jetzt zum Designer. So.
kurzer Login. Und ja, das kennen die meisten, Doc42 Add-in fürs Design. Über Insert Data Field alle Datenfelder, die wir hineinziehen können. In dem Fall halt dann einfach, so wie hier zum Beispiel, gibt es eine SharePoint-Liste und die wird hier hineingezogen. Sehe auch, es gibt einige, die mit Dynamics zum Beispiel arbeiten, die kennen das von dort schon. Einfach hier reinziehen und dann gibt es diverse Wiederholungen. Beim Generieren selbst arbeiten wir mit einem Doc42-Eingabeparameter und ohne technisch zu tief zu werden, wir übergeben ein JSON im Hintergrund, das dann eben die korrekte Sortierreihenfolge auch hat. Es muss einmal so konfiguriert werden, wird auch im Paket mit einer Beispielvorlage so ausgeliefert, damit man sich das selbst so nachbauen kann. Und in der nächsten Session, die wir dann machen zur genaueren Konfiguration, gehen wir auch hier noch ein bisschen genauer rein. Kann das Dokument natürlich wie gehabt immer generieren und direkt testen. Die mal kurz nebeneinander. Ja, und das hier auf der linken Seite unser Template, hier auf der rechten Seite das generierte Dokument und über die Doc42 Data Map kann ich eben die verschiedenen Datenquellen einbinden. Und da geht natürlich nicht nur SharePoint, sondern geht alles, was man sonst auch gewohnt ist. Das heißt, auch das Triggern aus SharePoint heraus ermöglicht mir trotzdem auf andere Daten zuzugreifen, aus Dynamics, SAP, SQL-Datenbanken, wo auch immer. Gut. Soweit zum Template Design und dann schauen wir uns abschließend noch die Konfiguration an. Also alle, die gerade weggeschaltet haben fürs Template, dürfen jetzt wieder dazustoßen. Weil also die Konfiguration eines Buttons, den wir gerade gesehen haben, das passiert auch direkt in SharePoint, also in der jeweiligen SharePoint-Site. So wie bei uns gibt es diese Employee-Seite und eine nicht sichtbare Liste. Das ist in dem Fall unsere Command-Bar-Config. Genau, also ein Teil des Deployments der App bringt eben auch diese Doc42 Command Bar Liste in den SharePoint hinein. Und wir hatten da zum Beispiel diese Employee List PDF eingangs gesehen. Das war der allererste Aufruf. Und wenn wir den mal kurz bearbeiten, dann ja, sehen wir hier diverse Informationen, also zum Beispiel mal den Titel. Wie soll denn der Button heißen? Ist der aktiv? Wie ist der Listenname? Also der muss dann gleich sein wie hier diese Employee List. Was ist denn mein Doc42 Tenant, meine Tenant-URL? Das kann online sein, das kann aber auch ein On-Premise-Tenant sein. Also wir hatten ja, wie gesagt, dieses PowerPoint-Sample und im PowerPoint-Beispiel arbeiten wir hier zum Beispiel mit einem Server, der dann also der Partner-Server sein kann, der Kunde-Server sein kann. In unserem Fall ist es unser Cloud-Server. Die, die es kennen, das ist das hier. Und auch hier habe ich dann zum Beispiel diverse Konfigurationen, dass eben auch mein Service mit der Employee-Seite arbeiten kann. Wer hier noch tiefer einsteigen möchte, bitte einfach auf mich zugehen. Schauen wir uns das gerne auch individuell in einem Termin an. Und das Weitere, was wir an IDs brauchen, das haben wir sowohl hier in Doc42 Online gebraucht, als dann auch in dieser App, ist eine Client-ID. Und zwar hat das im Hintergrund der Admin startet mit einer App für Doc42 Online. Und ich gehe hier ganz kurz zu unseren App-Registrierungen. Also wir haben hier zwei Apps, die mit dieser SharePoint-App zusammenhängen. Die eine ist diese SharePoint-App, die über PowerShell integriert wird. Das macht ein Admin und zeigen wir dann auch in der nächsten Session. Zum anderen auch Doc42 Online. Möchte hier heute nicht zu tief reingehen. Das Einzige, was Ihnen an dieser Stelle wichtig ist, ist einfach diese ID. Das heißt, jemand, der zum Beispiel seinen Aufruf in SharePoint konfiguriert, muss eigentlich nur wissen, wie lautet diese ID. Und für alle, die im Hintergrund interessiert sind, was darf denn das alles, kann man natürlich in diesen paar API-Permissions auch definieren. Das darf zum Beispiel auf meinen SharePoint, das darf dort und dahin. Und wir haben hier zum Beispiel die SharePoint-Berechtigungen auch dafür. Soweit mal die Security-Komponente auch im Hintergrund und der Rest ist dann einfach noch Aufrufkonfiguration. Das kennen die meisten auch schon. Also wir haben hier zum einen mal die Operation. Was soll passieren? Ist das ein Word-Dokument? Ist das ein PowerPoint-Dokument? Ist das ein Excel-Dokument, das hier letztendlich generiert wird? Wo liegt mein Template? Das ist einfach der SharePoint-Pfad auf das Template. Wie lautet der Name des Eingabeparameters, den wir definiert haben? Und am Ende, da wird es sehr Doc42-spezifisch, ein Query-String.
die das noch nicht kennen, davon nicht abschrecken lassen. Da gibt es natürlich Dokumentationen, da gibt es unseren Test-Client. Und wenn man die einfachste Variante nehmen möchte, mache das hier ganz kurz. Und wir möchten statt unserem bisherigen PDF-Dokument einen Download von einem DocX-Dokument, ohne jetzt näher zu definieren, wie der auch der Titel heißen soll, kann ich hier zum Beispiel auch meine Button ändern. DocX und unten DocX, speichere das hier kurz rein. Und das Schöne ist, alles, was hier geändert wird, wird natürlich auch gleich wieder in der App übernommen. Das heißt, der Admin kann hier sofort reagieren und zum Beispiel in der Employee List, die ich nicht offen habe, so, jetzt reingehen, in der Employee List jetzt anstatt einem PDF-Dokument, hier auch ein Word-Dokument generieren, weil wir haben ja gerade den Button geändert. Damit sieht man hier oben schon, das ist jetzt DocX. Also hier könnte ich auch reinschreiben, um es vielleicht auch mehr auf den Fachabteilungsfall anzuwenden, Mitarbeitervertrag generieren oder was auch immer das sein soll. Das kann sehr spezifisch einfach eingestellt werden. Klicke hier auf meinen DocX, generiere einfach mein Dokument gleich und die Docs 42, der Docs 42 Online-Server oder Ihr Server selbst, man generiert das Dokument eben und stellt es in dem Fall als DocX zur Verfügung. Gut, ja, damit es auch gleich noch fürs englische Webinar wieder funktioniert, werde ich es gleich wieder zurückstellen, aber es zeigt auch, wie flexibel man hier ist. Eigentlich mit wenigen Anpassungen kann man hier recht schnell Szenarien sich seinen eigenen Vorstellungen entsprechend wieder gestalten. So. Genau, hier zum Beispiel sieht man auch den File-Name, der hier definiert ist, der dann auch wieder mit Docs 42 Variablen arbeiten könnte, aber dazu mehr dann im zweiten SharePoint-App-Webinar. So, nochmal kurz gespeichert und auch noch kurz getestet, ob es nicht geändert wurde. Achso, jetzt ist es geändert. Wenn ich jetzt hier auf den Button klicke, sieht man auch gleich sofort wieder zurückgeändert auf PDF und beim Generieren des Dokuments erhalte ich damit auch schon wieder mein PDF-Dokument. So, und hat auch schon wieder den Namen dem entsprechenden Dokument. Gut, Spitze. Damit sind wir fachlich mal soweit durch. Wir machen die Docs 42 Klasse immer sehr knapp und knackig. Das heißt 25 Minuten. Das Letzte, was ich noch mitgeben darf, ist leider zu früh. Genau, also wir haben hier gleich die nächsten Webinare. Also es gibt eben, wie gesagt, jeden Mittwoch eine Docs 42 Class mit zum Beispiel hier Vertriebsprozesse Management automatisieren mit Firestart. Wie startet man von Docs 42 einfach mal von Null auf? Dann auch, wie schaut unsere neue CE-CM-Solution aus? Und die detaillierte App-Konfiguration wird es am 20. Mai geben. Wenn es aber im Moment schon sehr spannend ist und auch für ein Projektthema sein sollte, dann würde ich empfehlen, das einfach individuell mit uns kurz zu besprechen. Dafür auch gleich hier nochmal meine E-Mail. Ja, wenn es noch Fragen gibt, wäre jetzt noch der Moment. Das gleich für den Passus-Loop. So, letzte Chance. Alles klar. Okay, dann ja. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße auch an alle Partner, die ich hier sehe und alle Personen, also fast alle eigentlich schon persönlich kennengelernt. Freut mich, dass sehr viele dabei waren. Hoffe, wir sehen uns auch bald wieder dann in Vor-Ort-Events. Und ja, in der Zwischenzeit viel Erfolg und bis bald. Ciao, ciao.